Wow, cool. Mac. Ja, also, hey, Mario Burkhardthofer, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es spannend, dass ich in dieser Reihe bin. Erstens, weil es Rebell TV gar nicht mehr gibt. Und zweitens, weil Video für mich nie wichtig war. Und das ist vielleicht auch ein Merkmal gewesen von dieser Zeit von Rebell TV, dass ich selber nie so genau gewusst habe, was ich eigentlich mache. Und alle anderen, ich muss hier reinstehen, aber das blendet ziemlich, oder? Und immer die anderen gewusst haben, was ich eigentlich am Machen bin. Ich bin Sozialarbeiter. Ich verstehe das als eine, wie das Wort das ja sagt, eine Arbeit am Sozialen. Ich bin über 20 Jahre älter wie du. Es hat natürlich auch etwas Biografisches. Also 1989 war ich im Gefängnis. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es sowas gibt wie der Staat. Und dann hat er mich gleich eingesperrt. Also, dass die Schule Staat ist, habe ich nicht gewusst. Und dass ich Autofahren gelernt habe, habe ich auch den Staat nicht gemerkt. Ich habe es dann bei der Militärfrage gemerkt, aha, da gibt es einen Staat. Und das ist ziemlich lästig. Ich war im Gefängnis, ich wurde Vater. Die Berliner Mauer ist gefallen. Und zum Abschluss meiner Arbeit, damals war ich am Bachelor, meine letzte Semesterarbeit habe ich an einer Schreibmaschine geschrieben mit zweizeiligem Display. Ich konnte dann Blocksatz machen und das fand ich sehr, sehr geil. Also nicht mehr Schreibmaschine. Und die Schlussarbeit, die Bachelorarbeit habe ich an einem Atari geschrieben. So, und wenig später ist dann noch das Internet gekommen. Also ich fand es irgendwie schon so biografisch einfach so, mit 20, 25 so einige Umstellungen zu haben. Es war alles offen. Ich hatte dann meinen ersten Job. Das war HIV/AIDS, die offene Drogenszene war mein Umfeld. Es waren wirklich verrückte Dinge. Und weil ich gerade jetzt ein Interview gegeben habe, mir ist wieder in Erinnerung gekommen, wir hatten damals auf der AIDS-Hilfe eine Telefonberatung gemacht. Wir nannten das anonyme Beratung. Und weil ich dann gerade so dieses E-Mail bekommen habe, fand ich das extrem spannend, dass ich über E-Mail so verschiedene Avatare angeboten habe und dann ist plötzlich auch noch die Stimme weggegangen. Also ich fand das auch ein extrem interessantes Teil, dass plötzlich eine Kommunikation aufgekommen ist, wo du nicht mehr gewusst hast, mit wem rede ich jetzt eigentlich? Also, es ist nicht mehr so diese, ein Mann, eine Frau, alt, jung. So, irgendjemand erzählt dir irgendeine Geschichte und du beginnst damit halt zu spielen. Okay, wenn der mir das erzählt, soll das so sein. Und in diese Zeit rein habe ich jetzt einfach, ich habe nie Programmieren gelernt, ich habe HTML gemacht, das ist ja simpel. Das habe ich eine gewisse Zeit gemacht. Aber dann, ich verstehe nichts mehr davon. Und auch wie Video gekommen ist, ich bin in den Mediamarkt gefahren, ich bin ja nicht blöd, und habe die Kamera genommen mit den meisten Löchern und gedacht, das ist vermutlich gut, viele Löcher haben so. Und mit der habe ich dann eigentlich gearbeitet. Ich hatte in dieser Zeit von Rebell TV dann noch eine zweite Kamera mal gekauft, auch mit vielen Löchern, und aber nie sowas da. Was ich dann gemacht habe, so eine Funkstrecke mal zu kaufen, ganz am Ende. Aber sonst habe ich eigentlich mit Video nicht so viel gemacht. Zwei Finger. Okay. Ich habe jetzt gedacht, eben Mario, so viel erzählen, ich mag eigentlich gar nicht so richtig. Ja, vielleicht noch diese Dinge. Es ist fast auf den Tag genau 5 Jahre her, wo ich eine tägige Performance gemacht habe in der Krypta. Vom Cabaret Voltaire, Spiegelgasse 1. Philipp Meyer war in dieser Zeit von Rebell TV, ich komme da nochmal so dazu, war er unser Kurator, und ich habe dort einen Social Media Suicide gemacht. Einen ganzen Tag lang all diese Accounts gelöscht, weil
damals in diesem Beginn sind natürlich unglaublich viele Plattformen aufgekommen. Man hat sich überall angemeldet, alle haben gesagt, jetzt, das ist das mega geile und das nächste. Und, so. Und ich hatte natürlich wirklich sehr, sehr viele solche Accounts und ich habe die versucht dann zu löschen, was ja auch nicht wirklich und so weiter und so weiter. So, und hier möchte ich anfangen mit einem ganz kurzen Clip, der ist relativ spät. Wir haben eben im 15. Dezember 2010 haben wir diesen Social Media Suicide gemacht und im Mai war ich Medienpartner mit Rebell TV bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen. Da haben sie gezeigt, wie vor 100 Jahren der Film angefangen hat. Und ich fand das extrem geil. Ich habe nur geschaut, wie die geübt haben. Und ich hatte eigentlich den Eindruck, ja, ich bin ja in der gleichen Position. Ich komme überhaupt nicht raus, aber wir probieren jetzt mal was aus. Und dann bin ich da immer wieder zurückgerannt in meinen Übertragungswagen. Wir sehen den dann im Hintergrund. Also ich bin mit so einem riesen Teil da rumgefahren, konnte mich selber gar nicht bewegen, war immer ein Chauffeur mit dabei und so. Und habe dann einfach versucht, was haben die vor 100 Jahren probiert mit den Kameras? Und das mache ich jetzt auch mal kurz. Die von der Unruhe wird für die Computerzeit, was die NZZ für die Maschinenzeit war. Solches Zeug, das weiß nicht. Genau. Hui. Okay. Ich möchte gleich weitergehen in einen nächsten. Das ist, ich habe, also eben auch das Produzieren, das fand ich auch ganz spannend. Also das ist eigentlich auch in meine Professionalisierungsphase gefallen. Diese Umstellung, dass man nicht mehr ein Produkt macht und das richtig fertig testet und wenn es dann richtig gut läuft, gibt man es in den Markt und die Leute kaufen es dann und reklamieren, wenn es nicht gut ist und bekommen sofort ein funktionierendes Teil als Ersatz natürlich, weil das Versprechen ist ja, mein Produkt ist gut, sondern diese Umstellung, wir produzieren mal und dann jagen wir es da den Leuten mal aufs Handy und warten, bis sie Feedbacks geben und produzieren dann weiter eigentlich. Also der Markt eigentlich nur noch als Test-Community irgendwie während dem Dings. Und das war bei mir eigentlich auch so. Ich habe also eben dann, wie die Telcoms da so die schnelleren Internetleitungen gekauft haben, war das für mich übrigens der Anlass, eine Kamera zu kaufen, weil das war die größte Datei, die schwerste Datei, wie wir gesagt haben. Ich wollte wissen, kriege ich jetzt die da irgendwie durchs Netz und so. Und so hat eigentlich ein Video bei mir begonnen und in diesem Video auch typisch, man sieht mich nicht, das ist erst später gekommen. Ich fand das komisch, da vor die Kamera zu stehen, hat mich nicht interessiert. Und das ist auch so ein Video und da habe ich einfach selber mir erklärt, wie ich das mache. Wir schauen da mal schnell rein. Rebell TV beginnt in persönlichen Gesprächen und Begegnungen. Die dabei entstandenen Videos und Podcasts legen wir in unser Schaulager TV und Radio ab, wie abgelegte Werkzeuge. Im Blog umspülen wir alles mit romantisch-anarchischen Einträgen, ein Passagenwerk von Mikrobeobachtungen in vielen Zettelkästen. Hier wird Komplexität eher aufgebaut. Unter den Bedingungen von radikaler Transparenz werden nun aber methodische Auswahlen gemacht. Im Print vertiefen wir jeden Mittwoch mit einem Wochenkommentar und einem Werte- und Entwicklungsquadrat. Mit dem Magazin überschreiten wir die Umgebung unseres Blogs und erzählen in Zukunft in dieser multimedialen Umgebung Geschichten. Als nächster Schritt kommt ab Herbst 2008 dann. Also im Grunde genommen ist es auch das Layout, was ich erklärt habe. Das waren ganz einfache Blogs von Kaiwa hier in Zürich, die ich da bekommen habe.
Und ich habe also einfach, wie ich es gesagt habe, wenn ich ein Tondokument habe, habe ich es Radio genannt. Also immer mit dem Stinkefinger irgendwo. Ne? Also, ja, Radio. Es hat so, wenn es Video war, habe ich es ins TV gestellt. Und dann das Blog, das Magazin, also das ist alles weg. Das Magazin ist immer noch online. Das sind, glaube ich, etwa 6 Magazine gewesen. Die sind damals so aufgekommen. Das war Flash, so die Flip-Dinge da, wo noch so ein Zeitungsgeräusch dann gekommen ist. Und was ich dann noch angezeigt habe, sind die Bücher. Es sind dann 2 Bücher gekommen. Eines, ein eher ein Statement, ein großes, dickes, schweres Buch, als ein Zeichen dafür, dass die Zeit der großen, dicken, schweren Bücher vorbei ist und kein Zeichen mehr ist für große, schwere, gewichtige Gedanken, sondern einfach, ich habe so viel Material, ich könnte jeden Tag ein solches Buch ausdrucken, sagt eigentlich gar nichts mehr, bedeutet gar nichts mehr, ist einfach Romantik, keine Ahnung was. Und dann ein kleines, schmales, sehr, sehr günstiges Bändchen, wo wir dann versucht haben, die Theorie, die wir entwickelt haben, zu zeigen. Und hier einfach als, möchte ich jetzt gar nicht darauf eingehen, aber wir haben also an einem Workflow gearbeitet. Wir haben also gesagt, okay, wenn es gar keine Notwendigkeit mehr gibt für Massenmedien, weil jeder hat überall in jedem Moment Zugang auf das, was er will. Und wenn jemand mir etwas bündeln will, weil ich Ingenieur bin und so, mir das nicht zu sagen, ist ja gut, aber dann ist halt Interessensvertretung oder PR oder was der Teufel was, aber Massenmedien brauchen wir so eigentlich nicht mehr, wir können uns ja informieren, das läuft ja nicht so. Also die Frage ist, unter diesen Bedingungen, dass grundsätzlich die Informationen da sind, was brauche ich für einen Workflow, um mir doch noch eine relevante, eine richtige Aussage. So, also an diesem Workflow haben wir gearbeitet, haben wir auch gemeint, hätten wir Businessmodell-Ideen gehabt. Wie gesagt, eben von 2006 bis 2010 hatte ich ein Angel-Investment in dieses Programm rein, was uns eben so arrogant mit diesem Ü-Wagen und so hat im deutschsprachigen Raum herumfahren lassen. So, das war eigentlich ziemlich lustig. So, und eine Sache. Ich möchte einfach, ich weiß, vielleicht ist es zu lang, ihr ruft dann, wenn es zu doof wird, aber einfach, dass man noch ein bisschen so eine Ahnung bekommt. Ich habe zum Beispiel dann ganz stur auch angefangen, 10 Uhr Nachrichten zu produzieren. Das sind natürlich keine journalistischen, das waren wirklich eine Mindmap im besten Fall oder ein Bündel Notizen, die ich hatte und dann Kamera an. Also ich hatte dann so diese Verbindung hier direkt rein. Direkt auf den Computer aufnehmen und dann rausschaufeln. Ich habe alles mit Windows Movie Maker gemacht, also ich hatte nie auch in Software, ich habe in gar nichts investiert. Um jetzt einfach so eine 10 Uhr Nachricht zu zeigen, wie das etwa gewesen war, eben dann in dieser Phase, da stand ich dann schon vor der Kamera und habe in der Regel einfach erzählt, ja, jetzt fahre ich eben gerade nach Oberhausen oder an die Ars Electronica oder weiß der Geier was. Oder eben so etwas wie hier. 9. Juli 2005. Welcome to the German-speaking part of Europe. Hey! Ich bin ein Origineller, sagt die NZZ. Das war aber gestern. Und auch gestern war, das war für mich ein bisschen wichtiger. Ich bin Korrespondent geworden von Radboom.com. Nicht so originell finde ich heute die NZZ. Aber nicht, dass ich meine, dass ich da immer Zeitungslesen mache. Nee, aber heute schon. Hey, große Aufmacher für die Bomben in London. Und ganz kleines Artikelchen, mini, für G8. Hey, das ist ein super Timing gewesen, gell? Vorher so ein bisschen Bono und Bob Geldof. Ist alles runtergefahren, haben wir früher besprochen. Und jetzt zum Abschluss noch ein Bömpchen. Ja, 50 Tote. Schrecklich. Bloß, Bush und Blair bringen das jeden Tag zu Wege. Einfach
ein bisschen weiter weg und wir hören es nicht immer so, aber... Hey, dass da ein Krieg mal aufgehört hat, das war insbesondere ein mediales Ereignis, oder nicht? Ich meine, die haben weitergemacht, es ist immer noch absolutes Chaos. 50 Tote. Die ganze Zeit. Aber wenn die NZZ über die Anschläge in London spricht, welche ich auch schlimm finde, aber dann sagt sie, wie lange es dauert, bis Hohlheit dieser dumpfen Kraftmeierei und der sie rechtfertigenden Phrasen überall erkennbar wird, weiß man nicht. Vermutlich werden Jahre vergehen. HK. Der HK hat das geschrieben. Das müsste ich dann auch mal noch anpassen bei der NZZ. Das kommt sehr bald. Newsweek hatte das schon gelernt. Also früher, also ich weiß nicht, wenn Sie das nicht kennen. Nein, also die NZZ macht es immer so, da gibt es nur diese kleinen Zeichen. Da kann man dann nachschauen gehen, wer das ist. Aber eigentlich spielt der Name keine Rolle. Das ist ein Symbol dafür. Mein Name als Journalist ist nicht wichtig. Ich bin in der großen Propaganda, nein, das ist ja nicht Propaganda, in dieser großen Familie. Das ist ein Clan, das ist dann ein... Ja, also ich gehöre einfach zur Gruppe dieser NZZ und die hat die Wahrheit, also ich meine, die haben einfach so gut recherchiert, dass es wirklich objektiv einfach, es gibt eigentlich keine andere Wahrheit, das anzuschauen, weil, und alles andere, Verschwörungstheorien zuhauf, finden schnelle Verbreitung über die freien westlichen Medien und vertiefen eine latente Verunsicherung. Also HK, also ist ein Zeichen dafür, dass nicht sein Name im Vordergrund steht, sondern dass er recherchiert hat. Er hat die Wahrheit gesucht und nicht gefunden und morgen sucht er weiter, aber das ist schon ziemlich genau die Wahrheit. Und inzwischen ist klar. Nein, woher kommt, was ist der Nährboden? Der Nährboden für Terrorismus? Mit Nährboden meint man gewöhnlich wirtschaftliche Verarmung und allgemeine Rückständigkeit. Ja, wo wir sind, ist vorne. Inzwischen ist klar, dass der geistige Humus, auf dem Propaganda und Indoktrinationen gedeihen, zuerst umgepflügt werden müssen. Zuerst umgepflügt. Also dieser Humus, wir sprechen ja immer von Menschen, gell? Also, das sind ja nur Sprachbilder. Also, HK meint, man müsste umpflügen gehen, damit diese Menschen, diese wirtschaftlich Verarmten und allgemein Rückständigen, umgepflügt werden. Also ich glaube, das ist das, was Bush und Blair gerade unten machen im Irak. Mal kurz so umflügen. Da Makrata hatten wir früher. Das ist gut, so wie von Russland, oder? Da Makrata. Ein Land überfallen, um eine Marktwirtschaft daraus zu machen. Eine Demokratie zu machen. Kennen Sie diesen Witz? Mach ich weiter. Wissen Sie, warum der Bush im Irak also eine Demokratie einführen will? Wenn es funktioniert, also man spürt auch, hier ja eben, die Vorbereitung ist nicht da, es ist spontan, es ist eigentlich auch... Ich bin doch so schnell in den Artikel so gejagt. Oh. Auch ohne die Bomben wäre noch bis zuletzt und genau für die Formulierung zu Afrika und zu noch immer gestritten worden. Also gut, hey, also lassen wir sein. Wer macht die noch fertig? Aber ich glaube, was vielleicht oder hoffentlich oder was ich eigentlich gerne jetzt gezeigt hätte, wäre eigentlich mehr so, es geht darum, wir haben eine Umstellung, eine mediale Umstellung, wir sind hier so daran zu schauen, wie man sich erklären könnte, wie
was im Moment eigentlich abgeht, was diese Geräte bedeuten, was sie meinen, wie gesellschaftliche Kommunikation sich verändern könnte. Und diesen Sachen bin ich nachgegangen. Und ein Ding ist vielleicht einfach, dass wenn du komplexe Systeme erforschen willst, dann geht das nie so ganz ohne Involvierung. Du musst irgendwie reingehen und musst dann irgendwie wieder schauen, wie kriegst du aber auch wieder die Distanz, wie kannst du dich auch wieder abkühlen. Also deshalb ja auch diese Acht, also wie kann es, ich muss reingehen, ich muss es selber, ich muss mich reden hören, ich muss hören, was die anderen gesagt haben, bis ich langsam merke und dann kann ich wieder etwas rausnehmen, dann kann ich wieder abkühlen, dann kann ich wieder schauen. Und vielleicht einfach als Abschluss noch dieses, das ist nicht so lange, das ist eine kleine Hommage an Werner Nekes, natürlich ein ganz wunderbarer Filmemacher. Ich kann jetzt die Geschichte hier nicht erzählen, aber diese Geschichte ist vielleicht dann doch selbstredend. Es geht also um Video, es geht um virtuelle Realität, das finde ich natürlich völliger Blödsinn. Also ich mache diese Unterscheidung gar nicht. Aber so, es geht um Video, Netz und was passiert da eigentlich? Ivan der Unruhe wird für die Computerzeit, was die NZZ für die Maschinenzeit war. Hier kann man sehen, was Video kann und was Video nicht kann. Vielen Dank.